Tada! Endlich drehe ich euch die Roomtour vom Geschwisterzimmer. Ich habe es soweit fertig, wir haben es soweit fertig und ich denke, es kann sich sehen lassen und deswegen zeige ich es euch jetzt. Als allererstes möchte ich sagen, dass ihr unbedingt in die Infobox gucken müsst, denn da werde ich euch, was ich nur finde und hier euch zeige, verlinken, dass jetzt keine unnötigen Fragen aufkommen. Wie gesagt, das, was ich finde, verlinke ich euch unten reingucken und wir starten mit Pias Ecke, würde ich fast sagen. Hier hinten ist die Tür, da ist die Henswick-Serie, die hatten wir damals gekauft, wo Pia Baby war mit Babybett und Wickelaufsatz und geblieben ist nur noch der Schrank. Der passt auch noch. Dann seht ihr auf jeden Fall das Bett. Das kann ich euch nicht sagen, wo es her ist. Das haben wir von Oma, Opa geerbt bekommen. Ist aber wunderschön. Drunter habe ich, wie ihr jetzt nicht seht, so den Teppich. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Der ist so schön. Das Zimmer ist ja so in rosa gehalten. Rosa-grün. Und hier oben haben wir Pompons. Die hatte Pia in ihrem anderen Zimmer schon. Und das habe ich übernommen. Genau wie den Schriftzug, diese Letter, diese, wie heißen die denn? So eine Buchstaben, da könnt ihr halt einen Schriftzug selber aussuchen. Die verlinke ich auch unten. Hat Pia auch schon im alten Zimmer gehabt. Da steht jetzt große Schwester. Ich glaube, das ist mitunter das Logischste, wenn ich es jetzt einfach so drehe. Hier sind die Schrift, das ist der Schriftzug, die Pompons, diese Punkte, die sich hier auch durchs Zimmer durchziehen. Verlinke ich euch auch. Das sind Wandtattoos, einfach in drei verschiedenen Farben und die Kreise haben wir in mühseliger Kleinarbeit alle geklebt. Dort ist ein Traumfänger, das finde ich auch wunderschön. Hier ist eine Geburtsanzeige von Davanda aus einem Shop. Die gibt es leider nicht mehr, aber ich kann euch gerne irgendwas Ähnliches raussuchen. Finde ich schön, wird das Baby dann auch bekommen. Hier nochmal das Bettchen. Mit der Bettwäsche, die sie schon ewig und 3 Jahre drauf hat, mit diesen Eulen, aber sie liebt das. Dieses Kissen hat mir eine Instagram-Abonnentin genäht. Nicht mir, sondern Pia. Super schön. Da sitzen all ihre Freunde. Die sitzen da schon seit 4 Jahren. Die liebt sie über alles. Dieser kleine Tisch ist eigentlich nur so ein Abstellding, weil da drauf malt sie nicht. Wir malen immer fleißig auf dem Boden. Das macht ihr am meisten Spaß und uns auch das Babyfon, was wir immer noch haben. Diesen typischen IKEA-Stuhl, da liegt noch irgendwas rum, Real Life. Und ein Nachtlicht. Dann haben wir hier ein allzeit beliebtes Regal von IKEA. Diese Boxen findet ihr auch bei IKEA. Das hier findet ihr wahrscheinlich nirgendwo mehr. Das ist noch von Markus. Ihre Malstifte. Hier habe ich einfach so einen Aktenordner genommen und habe da ihre Malbücher reingepackt. Ganz unten Spiele und Bücher. Da kann ich eigentlich mal. Ich habe mich jetzt einfach mal hier runtergesetzt, damit ich euch das alles ein bisschen genauer zeigen kann. Hier haben wir halt Bücher, teilweise auch noch ganz kleine Babybücher. Dieses Ding habe ich einfach für die Bauchplatte genommen. Für ihr Lego, ja. Auch als Mädchen kann man viel mit Lego spielen. Und hier sind Puzzle. Tempo, kleine Schnecke. Super Gesellschaftsspiel. Puzzle. Puzzle. Pass auf, Muttis. Ein Glitzer Mia and Me Puzzle. Das hat auch einige Teile, 200. Da steht 8 plus drauf, macht Pia mit ihren 4 Jahren aber trotzdem. Also diese Angaben hatte ich ja schon mal erwähnt. Auf Puzzle, da muss man nicht wirklich viel drauf geben. Und das ist auch eins von unseren liebsten Spielen. Hier haben wir das nächste Prachtexemplar. Ihr Tippi, was sie letztes Jahr zum Geburtstag bekommen hat. Ein paar Kissen drinne, so ein Teppich von Roller gekauft und so eine Lichterkette einfach. Daneben ihren Puppenlauflernwagen, der auch schon sehr gelitten hat, den wir aber jetzt für unser zweites Mädchen gut und gerne nochmal nehmen können. Und ein Wäschesackkorb mit Miffy drauf. Da allerdings befinden sich Kuscheltiere drinne. Wer nicht weiß, wohin mit den ganzen Kuscheltieren, ich habe da die perfekte Lösung. Das Tippi-Zelt kann ich euch verlinken. Ja, muss ich mal gucken. Ist halt ein schlichtes, einfaches, weißes. So wollte ich das. Dort befindet sich unsere IKEA-Küchenkrankschrank.
Küche. Hier habe ich so ein normales Regal drüber. Das ist nicht von IKEA. Das ist, haben wir einfach so irgendwo gefunden. Ein paar Aufbewahrungskörbe. Hier sind ihre Zopfgummis drin, Armreifen, kleine Spielsachen hier oben, Seifenblasensammlung. Hier oben haben wir die alte Wimpelkette. Hier oben habe ich zwei Bilderrahmen von IKEA in so einem Tippi-Style zu ihrem Tippi-Zelt und diese Pompons habe ich von Rossmann für wenig Geld. Die Wimpelkette war mal von Davanda, gibt es so wahrscheinlich nicht mehr. Und dann haben wir da hinten eine Aufbewahrungstruhe, die gab es mal im Lidl. Das ist fürs Baby Wickeltasche und Maxi Cosi. Wer gerne ein Wickeltaschenvideo sehen möchte, der kann das gerne mal kommentieren. Und die Babyecke. Hier gehe ich auf dem Wickeltisch im Allgemeinen nicht ins Detail, da ich dann extra Video drehen werde. Das wird dann wahrscheinlich auch in diesem Video verlinkt, wenn es soweit ist. Hier seht ihr das Babybettchen mit den Sleepy Eyes Aufklebern von AliExpress, genau wie dieses Stoffmobile, ein Regenbogen mit Wolken, Babybett von eBay. Kuscheltier hat der Papa geschossen vor Pias Geburt auf dem Rummel. Diese Decke ist vom Zehmann. Da hatte ich auch ein Haul gedreht. Müsste mal gucken, ob es die vielleicht noch gibt. Und hier unten habe ich so eine, ja, Wimpelkette. Die hing bei Pia damals im Zimmer an der Wand. Habe ich jetzt ans Babybett gehangen, weil ich es einfach süß finde. So vom Farben passt es eigentlich gut. Und jetzt bin ich aus dem Bild. Aber um mich jetzt Die zu kümmern. Wickelkommode ist von IKEA. Das ist eine Hanswick. Ich muss dazu sagen, ich finde, dass das für kleinere Menschen, also ich bin 1,72 und ich finde die Höhe schon grenzwertig. Für kleinere Menschen würde ich die nicht empfehlen. Vom Stauraum perfekt, riesengroße Schubfächer. Ich komme da mit den Sachen auch super hin. Ich habe unten noch riesen viel Stauraum. Den Wickelaufsatz habe ich dazu gekauft, werde ich natürlich auch verlinken. Heizstrahler. Der ist infrarot, sieht jetzt nicht so schön aus, aber ich habe ein Dezemberbaby, da muss das sein. Ein bisschen Deko und an der Wand wieder Pompons in Türkis. Und Wolke, weil Wolke ist schön. Hier nochmal die Baby-Meilensteinkarten. Den Shop verlinke ich euch. Und diese Karten geht es ja fast schon nicht mal. Ich freue mich riesig, endlich damit Bilder machen zu können, wenn das Baby da ist. Hier verschiedene Designs, 4 Wochen. Heute bin ich 7 Monate, na das noch ein Stück hin. Heute bin ich 10 Monate. 11. Heute habe ich mein erstes Wort gesagt. Bahnfrei, ab heute wird gekrabbelt. Wunder, 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 blütenschön. Mein erster Zahn ist da. Ich finde, diese Karten sind einfach eine Mega-Erinnerung. Hier hinten kann man was draufschreiben. Also wer noch ein, zwei Sätze dazu sagen muss, schreiben muss, kann ich nur empfehlen. Und ich bin so froh, weil bei Pia hatte ich diese Meilensteinkarten nicht weder in der Schwangerschaft noch danach. Hier vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter die Wickeltasche. Hier habe ich immer ein Outfit liegen fürs Mädchen. Das ist jetzt komplett von Sarah, die Baby-Meilensteinkarten. Feuchttücher, Windeln. Hier oben noch mal die Bilder ein bisschen näher. Da habe ich von A Little Lovely Company ein kleines Licht, ein Wolkenlichtlein, ein Bildchen Kuscheltiere. Die schönen Und diesen Pompons. Schlafsack findet ihr in der Infobox. Ist der nicht wunderschön? Das ist so ein als Hai gemacht. Gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Ich fand das Graue jetzt am allerschönsten. Und das Bettlaken ist auch von Zeman und hat einen so süßen Design. Ich bin verliebt. So, mit dieser Einstellung verabschiede ich mich von meiner Roomtour meiner beiden Mädchen. Freue mich, wenn ihr in der Infobox vorbeischaut, mir einen Kommentar da lasst, vielleicht einen Daumen hoch oder ein Abo. Vielleicht habe ich euch ein bisschen inspiriert, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.